Seid ihr herzlich willkommen. 30. Mai ist Portaltag und das bedeutet, dass unserem Planet Erde in Verbindung steht zum Plejaden. Das ist eine feinstoffliche Energiefeld, hat immer eine heilende Wirkung, befreit uns von Ängsten. Und jedes Mal kommt andere Thematik dazu. In diesem Abend werde ich ein Ritual halten und dieser Ritual beginnt um 23 Uhr. Per E-Mail kannst du gerne anmelden. Die Energieausgleich beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Wann ein Portaltag ist, das kommt von Maya-Kalender. Die Mayas haben das berechnet. Darüber berichte ich täglich im Facebook-Seite Dendera Susanna Medici. Bei diesem Maya-Kalender gibt es Wellen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang und das war die heilige Zahl der Mayas. Sie haben sogar geglaubt, dass diese Zahl 13 Glück bringt. Dieser Portaltag am 30. Mai befindet sich in der 14. Welle. Und diese gesamte Welle bedeutet, wir haben Ideen oder eine neue Richtung oder Neuorientierung. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das aufzubauen. Oder wir haben die Möglichkeit, unseren Ideen, unseren Vorstellungen manifestieren. Dieser 9. Tag bedeutet aber noch Hindernisse. Vielleicht sind wir unsicher. Oder haben wir Ängste oder wir trauen etwas nicht zu. Dieser Hindernis kann auch die äußeren Umstände auch sein, weil andere einen Einfluss nehmen auf die Geschehen. Das kann ein Wunsch sein, was beruflich trifft, aber es sind noch Schwierigkeiten. Oder du weißt nicht, wie das weitergehen soll. Es gibt noch kein konkretes Angebot da. Das kann ein Umzug auch sein, wo du weißt, da möchtest du verändern. Planst einen Umzug, aber dieser Objekt ist noch nicht da. Oder ist es noch zu teuer? Oder deine Arbeit ist nicht in der Nähe? Kann auch die Beziehung auch sein, weil jemand beeinflusst die Geschehen oder er ist gerade im Rückzug oder du hast Angst, dich einzulassen auf diese Beziehung. Es ist wichtig, über diese Hindernisse stellen und diese Vertrauen haben, doch das geht weiter, wir schaffen das. Bei diesem Maya-Kalender gibt es auch Symbolen und dieser Portaltag haben wir als Symbol Etznab. Und Etznab bedeutet Spiegel. Das kann sein, das Leben spiegelt dir etwas und du sollst es anschauen. Das kann auch ein Hindernis gerade sein. Aber da musst du überlegen, wie schaffst du das, die Hindernisse aus dem Weg räumen. Kann auch sein, du sollst in diesen Spiegel schauen und erkennen deinen Talenten, deinen Fähigkeiten oder dein Aussehen anschauen. Und ist auch wichtig, zufrieden sein mit dir selbst. Du bist so okay, wie du bist. Und das sollst du in diesem Spiegel erkennen. Kann auch sein, du spiegelst jemand etwas, weil du möchtest etwas mitteilen.
Ich fasse das zusammen, welche Themen handelt sich bei diesem Portaltag und bei diesem Portaltagsritual. Erstens die Angstbefreiung, dann die Heilkraft, die Heilenergie oder eine spirituelle Richtung. Wichtig ist auch, wie kannst du deine Ideen verwirklichen? Welche Kontakte, welche Einflüsse hast von außen? Welche Hindernisse und wie kannst du diese Hindernisse aus dem Weg räumen? Außerdem die Erkenntnis. Was spiegelt dir gerade das Leben? Oder was sollst du spiegeln für anderen? Oder wie siehst du selbst, wenn du in den Spiegel schaust? Wie kannst du das verbessern, dass du einen schönen Zugang zu dir selbst hast mit Zufriedenheit? Und das war diese Aufnahme. Wenn dir diese Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst, kannst du gerne deine Meinung oder Erfahrungen im Kommentar schreiben oder mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.